Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier von der Mühlenkreis Mittelland. Und ich werde, hier haben wir Winter, ich werde hier mal was ausprobieren, wo ich sagen muss, im Multiplayer hat es nicht funktioniert. Wir schauen uns das Ganze mal im Singleplayer an. Und zwar geht es hier um die DLCs, ich weiß nicht, gerade den Erstellernamen, spielt auch keine Rolle. Die haben jedenfalls das Feuerwehr-DLC gemacht, die haben das Stroh-Add-on gemacht und so weiter und so fort. Die haben auch dieses Gülleschlauch-System gemacht. Und bei den Strohpellets ist mir zum Beispiel eins aufgefallen. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie mal ein bisschen Geld reinschieben dafür. Wir nehmen mal so ein. Wir nehmen mal den hier. 240.000. Okay. Ja. Wir mieten den einfach mal. So. Und zwar ist mir in den Multiplayern aufgefallen, ob das jetzt auf der Oberlausitz ist, ob das auf der Lieperwinkel ist, ob das auf der Galgenberg ist, spielt letztendlich keine Rolle. Warum renne ich eigentlich nicht hier durch? Das geht doch viel schneller. Packen wir Stroh zum Beispiel in so einen, ich sag jetzt einfach mal Einstreuer. Es ist ein Futterwagen, mit dem man auch einstreuen kann. Dann haben wir da ja Stroh reingepackt, als Ballenlose, wie auch immer. Das Menü zeigt dann an, dass dort Pellets drin sind. Gut. Entspricht schon mal nicht der Wahrheit. Das heißt, da ist schon mal der erste Bug. Der nächste Fehler besteht dann darin, dass wenn wir das Zeugs im Stall ausstreuen, dass überhaupt nichts rauskommt aus der Seite. Das soweit dazu. Ja, aber die ist auch, Junge, ja, Kälte erprobt, wa? Hart im Nehmen, die Kleine. Gut. Boah, im Winter T-Shirt und dann da oben drauf. Ja. So, wie gesagt, Fakt ist, da kam nie Wasser. Jetzt probiere ich das Ganze mal. Ich bin hier jetzt im Singleplayer unterwegs. Wir probieren das mal im Singleplayer aus. Ich weiß nicht, wenn solche DLC rauskommen, die ja teilweise auch Geld kosten. Ich glaube, dieses Gülleschlauchsystem zum Beispiel für die Felder. Ja, da muss es doch verdammt nochmal funktionieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von dem, ich sage jetzt einfach mal Verein, ist nicht böse gemeint. Ich habe von dem Verein bislang nicht eine Mod erlebt, die funktioniert. So, wir nehmen einfach mal drei Ballen. So, okay. Das ist jetzt was? Das ist Heu, das brauchen wir. Ich wollte, na komm schon, ich wollte Stroh haben. Brauchen Stroh als Einstreuer. Okay, wieder mal falsch geguckt. Okay, Rundballen, Heu, Stroh. Drei Stück hatte ich gesagt. Und Himmel, wenn man ewig die falschen Tasten drückt, ey, ganz ehrlich. So, schmeißen wir den Krempel mal da rein. Und gucken uns gleich mal an. Hallo? Und gucken uns gleich mal an, was er uns anzeigt. Also, wir schmeißen Strohballen rein. Und
Und er sagt uns, guck mal, wir haben 15.000 Liter Strohpellets geladen. Ja, das stimmt ja schon mal gar nicht. So, und das hat auch nichts mit irgendeinem Konflikt mit einer anderen Mod oder sowas zu tun. Weil das hier ist ja schon mal, er zeigt es erstmal völlig falsch an. Ich habe hier keine Strohpellets reingepackt. Texturentechnisch sind es allerdings Pellets. So, das ist schon mal nicht absoluter Bullshit, was sie da gemacht haben. So, und gehen wir mal eine Runde weiter. Genau, wir streuen jetzt Strohpellets aus. Und zwar müssten die... Ja, wir gucken einfach mal. Wir laden mal aus. Okay, so, seht ihr hier, dass hier irgendwas kommt? Nein. Das heißt, diese ach so tolle Mod funktioniert nicht. Deswegen haben wir sie von allen Karten wieder runtergeschmissen. Also, ob es das Feuerwehr-DLC ist, ob es dieses DLC ist, ob es die Schlauche, die das mit den Schläuchen ist, es funktioniert keines dieser DLC fehlerfrei. Okay, P, dann können wir das Ding eigentlich wieder einfach abgeben. Und dann ist es soweit. Schick. Gut. Können wir das auch rausnehmen. Also selbst im Singleplayer mit anderen Modifikationen zusammen, vergesst es. Es funktioniert nicht. Und wenn du das dann bei Facebook mit in die Community postest, dann kriegst du noch blöde Kommentare. Ja. Gut, wenn ich keine anderen Mods verwende, sondern und nur dieses und so weiter. Ich meine, es muss doch klar sein, wenn ich so ein DLC erstelle, dass die Leute auch Modifikationen benutzen. Also sorry. Aber es ist genauso mit diesem Ding hier. Kann man das jetzt gerade sehen? Ich will mal eben schauen. Das ist nämlich auch so ein Phänomen. Und das ist von Anfang an so. Jetzt sieht man es tatsächlich nicht. Aber ab und zu gucken hier mal so Stiepel raus. Das sind die Hydraulikzylinder. Das hat Giants auch nie hinbekommen. Und das finde ich eben schade, wenn man wirklich Spiele hat und es tauchen Fehler auf, dass man diese nicht behebt. Und vor allen Dingen ist dies hier eine Originalmaschine aus dem Spiel, ne? Nee, jetzt also wie gesagt von diesem Strohding bin ich enttäuscht. Ich hab gedacht, ich probiere es hier nochmal im Singleplayer, bevor ich was Falsches sage, aber es funktioniert weder im Multi noch im Singleplayer. Und das erste ist schon mal, wie gesagt, das mit den Pellets. Ne? Du schmeißt Stroh rein, plötzlich hast du Pellets da drin. Und wo du... Entschuldigung, wo du sagen musst, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe da keine Pellets reingetan, sondern Stroh. Und wo ich Stroh reinpacke, möchte ich auch, dass Stroh wieder rauskommt. Punkt. Ich habe keine Pellets produziert. Ja, also man könnte drüber hinwegsehen, wenn dann beim Einstreuen wenigstens Pellets unten rauskommen würden. Aber da kommt gar nichts. Da kommt ja nicht mal Stroh raus. Also absoluter Müll. Wer hat den Krempel eigentlich hier so hingeschmissen? Eieiei, die hatte ich mal sauber aufeinander gestellt hier. Was ist das überhaupt? Mineraldünger, okay. Hier ist eine Mischration drin. Na, guck mal an. Nahrung. Ihr könntet noch ein bisschen was gebrauchen, wa? Nee, es ist schade. Übrigens, wenn ihr Mischrationen nicht mit dem Futtermischer macht, sondern fertig habt, im Anhänger zum Beispiel, dann ist dieses Ding hier optimal
als Einstreuer. Ich schmeiß das hier mal hin. Dann hole ich mal. Ja, ist schon traurig. Und wenn man dann überlegt, wie lange solche Mods draußen sind, ich weiß nicht, ob die nicht getestet werden oder sowas. Es ist auch das Schlauchsystem grundsätzlich eine coole Idee. Ich habe das allerdings damals bei True Farming gesehen. So das Verhalten von den Schläuchen, das ist unter aller Sau. Also da muss man ganz ehrlich sagen, auch was Seasons angeht hier, das ist ja immer noch, ne? Pünktlich so um die 11 Uhr rum ist der Schnee weg. Ist genauso lächerlich. Da heißt es dann, wer sagt denn das denn? Ja, da muss man mehr Tage einstellen für das Seasons-Jahr. Aber mal ganz ehrlich, du hast... Oder wer unsere Multiplayer-Projekte packt, wir haben 6 Tage als Monat. Du hast ja so schon nichts zu tun. Was willst du denn mit noch mehr Tagen? Weißt du? Und ist genauso ein Fehlkonstrukt. Da weiß man auch nicht, was beim nächsten LS dabei herauskommen wird. Fakt ist, wir können jetzt hier im Winter erstmal nichts machen. Ich werde jetzt mal 2 Nächte durchschlafen. Mal gucken. Jetzt schneit schon wieder. Guck jetzt, ne? Jetzt ist der Schnee wieder weg. Das ist doch Schwachsinn. Wir haben Winter, Mann. Aktuell kann ich hier schlafen werden. Warum nicht? Doch. Will aber. Siehste. Ja, und das kann doch nicht sein. Das ist doch. Aber da rede ich schon seitdem das Game auf dem Markt ist. Und das größte Problem ist einfach, wenn Fehler auftauchen, wenn es gemeldet wird, dass es ja tatsächlich Giants einfach nicht interessiert. Die sind da wie unsere Regierung. Denen kannst du sagen, was du willst. Es juckt die nicht. Es interessiert die nicht. Ja, so wie die Baerbock sagt, es ist mir doch egal, was meine Wähler sagen. Ist Giant so, es ist mir doch wurscht, was meine Kunden sagen. Hauptsache, das Geld ist da. Warum liegt da ein Stück Käse oben drauf? Noch nie gesehen. Okay. Und das finde ich schade, dass das alles so dermaßen ignoriert wird. Ja, jetzt kommt dann demnächst wahrscheinlich irgendwann der 25er raus und ja, ne? Ich habe gerade keine Idee, was ich machen soll. Ich stelle mal den Speed-Modus an. Wir haben Februar, man kann nicht viel machen. Es sei denn, diese blöden Pappeln sind mal endlich soweit. Wobei die ja im Winter auch nicht wachsen. Pappel im Wachstum, ja. Schönes Unkraut hier. Schlafen wir noch eine Runde. Ich glaube, ab März können wir wieder was anbauen. Wir haben die Felder, glaube ich, soweit vorbereitet. Das ist auch okay. Hui. So, schlafen. Gehen wir jetzt in den März oder wo sind wir? Strahlend blauer Himmel ohne Schnee. Okay. Wir haben 2 Grad plus, es liegt kein Schnee. Wir haben den 1. März.
So, pass auf. Wir gucken mal eben, dass wir die Tiere füttern. Wäre auch dafür, dass wir mal ach Mensch, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich bin aber auch was tudelig heute, du. Meine Güte, ne. Ach so, genau, dass wir zum Beispiel mal Mist streuen oder Gülle fahren. Kann man auch mal machen. Wir haben ja Mist genug. Wie sieht denn das hier eigentlich aus? pH-Wert okay. pH-Wert ist Kalk, ne? Genau, hier ist auch noch nichts drin. Wir müssen mal schauen, wann wir was anbauen können. So, die Pappeln sind schon mal gewachsen. Wachsen aber immer noch. Okay. Gut. Müssen wir jetzt mal schauen. Dann kommen wir wieder. Guck mal eben auf die Liste, was wir wann anbauen können. Wir sind jetzt Anfang März. Wir könnten Hafer anbauen. Sonnenblumen, Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrohr, Baumwolle, Trauben, Oliven, Pappeln, Gras, Ölrettich. Das andere ist alles noch nicht so weit, also würde ich jetzt noch mal eine Runde schlafen. Wir haben, oder ich habe noch nirgendwo zeigen können, wie das ist, mit Gemüse anbauen. Wir haben es abgeerntet, ja, sowohl auf der Galgenberg als auch anderswo, aber wir haben es noch nie angebaut. Auf der Lipa funktioniert es nicht, weil die Texturen für Gemüse querlaufen und das sieht scheiße aus. Beziehungsweise ist auch mit den Maschinen im höchsten Grade unbequem, das zu bearbeiten. Entschuldigung, ich muss ein bisschen aufstoßen irgendwie, keine Ahnung. Zu viel Luft geschluckt oder so. Gut, solange es nur Luft ist, alles gut. Unser Geld wird auch nicht mehr, wa? Ach, guck mal, Kälbchen. Okay. Ja, cool. Ich gehe trotzdem noch mal nach den Pappeln gucken. Ich glaube, Gemüse können wir immer noch nicht machen. Muss gewalzt werden. Ja, erstmal muss dieser Schund hier runter. Ich glaube, ab April können wir Gemüse anbauen, oder? Und katapultieren wir uns doch mal in den. In den April. So. März. Dann könnten wir auf den Feldern mal Pastinaken, rote Beete und Karotten anbauen. Wir gleich gucken, ob wir überhaupt die Sämaschine haben. Die Kohle wird langsam mehr, glaube ich. Wir haben Geld eingenommen. So. So, jetzt im April, 1. April. April, April. Würde ja sogar mit dem realen Datum in etwa übereinpassen. Gut, morgen ist erst, also Tag der Aufzeichnung ist der 30. Also morgen ist erst der 31. 6. Märztag. Komm. Ich hoffe, für die Tiere ist es dann nicht zu spät. Die werden nicht sofort verhungern. Das dauert auch immer ewig und 3 Tage, ne?
Lass mal eben spaßeshalber ins Tiermenü gucken, wie das aussieht. Also, die haben noch Nahrung genug. Hier ist auch noch Mischration, jede Menge da, ne? Siehst du? Aber egal, komm, rein mit dem Zeug. Wie sagt man immer, besser haben als brauchen. So, was machen die Pappeln? Ansonsten gucken wir natürlich gleich, Alter, wie lange brauchen die? So, wir sind hier. Wir können rote Beete, Karotten, Pastinaken anbauen. Wunderbar. Haben wir eine entsprechende Maschine im Dingenskirchen? So, Tierhaltung, Gemüsetechnik. Technik. Okay. Ich glaube, wir haben. Wisst ihr, was ich immer schön finde? Ich meine, man kann es etwa erahnen, aber das hier, ganz ehrlich, für Laien oder so, für wie Leute, für mich, das hier nie beisteht. Das müsste ein Ernter sein. Was das eigentlich ist. Dürfte eine Sämaschine sein. Gut. Details. 3,21 Liter, 970 Kilo. Und das Ding haben wir, oder wie? Das ist dann die das Ding für die okay. Das ist wahrscheinlich dann zum Ernten, richtig? Richtig. Das auch. Also. Frage ist jetzt, und das müssen wir uns mal eben angucken. Nochmal zum Hof. Ja, weil ich sag mal so, ich bin kein Landwirt, ich weiß auch nicht immer, was das im Einzelnen ist. Dass das ein Pflug sein soll, ja, ist eine Modifikation. So. Haben wir Saatgut hier? Das ist Saatgut. Wunderbar. Also brauchen wir da nichts. Dann haben wir. Wo habe ich denn das Ding eben gesehen überhaupt? Genau, das ist das Ding hier für die. Um die. Dings fertig zu machen. Na, ihr wisst, was ich meine. So. Können wir jetzt eigentlich mal Gemüse anbauen? Uiuiui. Ich hätte heute Morgen doch keinen Rum in den Kaffee kippen sollen. Bin ich gespannt. Das müsste theoretisch. Genau, Sämaschine aufklappen und so weiter und so fort. Wir machen das Ding jetzt erstmal voll.
Und wir werden als Erste eigentlich wurscht was fahren. Wir können ruhig rote Beete dann anbauen. Ich meine, ich hätte 2 oder 3 Felder fertig von dem Zeugs. Und dann machen wir da ordentlich Mist drauf, glaube ich. Wa? Ui. Guck mal, ist auch noch Ballen drin. Gucken, ob ich das so voll krieg. Ja, geht. Es geht nicht viel rein. Sagen wir es, wie es ist. Auch schön überall die Kälbchen im Frühjahr. Schöne Sache. Muttchen, du musst ein bisschen schneller laufen, wenn ich mit meinem Träger hier langfahren tue, ne? So. Das ist schon das erste Feld. Gut, gucken wir es uns an. Einmal. Ah, ne, auseinanderklappen als erstes. Klappt die denn nicht? Wenn ich die falsche Taste drücke, soll er wohl nicht klappen. So. Frage. Also ich fahre jetzt mal hier drauf. Okay. So. Ich finde es sehr interessant. Wir pflanzen jetzt gerade rote Beete an. Das wird interessant. Also ich pflanze rote Beete an oder sähe rote Beete an und er macht mir hier erstmal meine Welle, die ich gemacht habe, platt. Gut. Das nehmen wir jetzt erstmal so hin. Lässt er diese Welle nur bei den Pastinaken und bei den Karotten? Ich meine, die Frage wäre ja dann, wenn er das jetzt bei allen macht, das kriegen wir ja zu sehen. Wenn er das bei allen macht. Die Frage nach dem Sinn. Der hat hier Baumwolle angesät. Okay, ich würde jetzt tatsächlich noch mal einen Traktor holen, der mir den lassen wir jetzt erstmal ansehen hier. Hälfte lässt er aus, auch nicht schlecht, kann man machen. Ja, das sind die hochintelligenten Helfer, was ich auch schon mehrfach gesagt habe. Die sind nicht intelligent, die sind strohdoof wie eh und je. Ich mache mal noch 2 Felder fertig mit diesen Dämmen, weil es ist ja so, diese Dämme werden als erstes gebaut, logischerweise. Hoffentlich kommen da raus. Ich habe den Anhängern ziemlich blöde dahingestellt. Die werden ja als erstes gemacht und dann kommt ja das Saatgut da rein. Das, also soweit schon mal dazu. Warum steht das eigentlich falsch rum da drin?
Aber warte mal, das könnte ganz gut klappen, wenn ich hier rumfahre. Ich schieb das einfach mal an die Seite. So. Warum habe ich das Ding da hinten eben nicht rangekriegt? War ja von der richtigen Seite. Hat der hier... Kann der das nicht heben? Oder will der das nicht heben? Oder wie ist das? Jetzt. So. Den lasse ich mal da stehen. Ich meine, ich mache die Dinger ja nicht zum Spaß. Also bei Rote Beete, okay, gehe ich mit, könnte ich mir vorstellen, dass die unter Umständen diese Dämmewelle nicht brauchen. Lassen wir jetzt mal dahingestellt, ob dem tatsächlich so ist. So. Fängt das auch an zu regnen, war? Oder schneit das? Ne, es regnet. So, hier. Das lassen wir jetzt auch mal einen Helfer machen. Wenn der gleich fertig ist, machen wir den Rest fertig, den er gemacht hat. Wir sind im Übrigen bei 32 Minuten. Ich mache hier einen Cut. Wir sehen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Und bis dahin erstmal ciao, ciao. Lasst ein Däumchen, lasst ein Abo da, lasst einen netten Kommentar da. Und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.